Also diese Passstraßen hier zu fahren, das ist nochmal was ganz anderes, als wie wenn man wirklich im Dunkeln hier fährt. Ja, echt schlechte Nachrichten. Dieser Bardosch-Pass, wo ich eigentlich drüber wollte, was nicht geht, das ist leider der einzige Weg sozusagen auf die andere Seite. Eine Reise, die sein Leben verändert. Einmal um den Erdball. Sein Ziel, die Welt. Ach, ich habe gerade einen übelst kleinen Rastplatz gefunden. Ziemlich nett. Mit einer bombastischen Aussicht. Es ist irgendwie... Ich hab hier gerade gesessen und habe ein bisschen drüber nachgedacht, über die ganze Reise. Und irgendwie finde ich es heftig, dass ich mittlerweile mit einem Motorrad fast bis in die Türkei gefahren bin. Also für mich ist das wirklich jetzt schon ein Erfolg. Also ich verlasse Europa und fahre in die Türkei. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und vor allen Dingen bin ich gespannt drauf, wie sich ein bisschen die Landschaft und so weiter ändert. Hello? The tank full and the canister. No, the canister is empty. Wir sind angekommen in Alexandroupolis. Das ist die letzte Station vor der Türkei. Ein richtig schönes kleines Hotel hier gefunden, wo ich mit Frühstück 36 Euro plus bezahle. Und die haben sogar einen Privatstrand, wo man hier baden gehen kann. Richtig cool. Sieht wirklich auch richtig schön aus. Und das Hotelzimmer ist auch wirklich nicht schlecht. Toll. Aufnehmen, die ich gerade habe. Ich tue mich gerade ein bisschen informieren, wie in der Türkei, sage ich mal, so die Jahre ist, beziehungsweise was allgemein so los ist in der Türkei. Ich persönlich muss ja gestehen, ich war noch nie in der Türkei, irgendwie zum Urlaub oder irgendwas anderes. Und ich war noch nie in der Türkei, muss ich so ehrlich sagen, wie es ist. Und weiß überhaupt nicht, was mich erwartet so richtig. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen informiert, einfach gerade Internet zum Beispiel, weil ich im Internet ja kein Roaming mehr habe. Kein EU-Roaming fürs Handy. Wie ich da wirklich an mein Internet wiederkomme, welche Mobilfunkanbieter gibt es da, welche Pakete gibt es und so weiter, dass ich einfach mein Internet habe. Weiterhin aber auch, und das ist glaube ich auch wichtig, einfach ein paar Verhaltensregeln habe ich mir angeguckt. Was einfach so los ist, was wichtig ist, was nicht und was man vermeiden sollte. Und ich verlasse heute die EU. Das ist irgendwie ein ganz schöner Schritt, finde ich. Dass ich mittlerweile mit dem Motorrad einfach so weit gefahren bin, dass ich wirklich aus der EU raus bin. Rausfahre. Und das wird auch auf lange Zeit so sein, vermutlich. Weil ich werde ja vermutlich nicht leicht schnell wieder da sein, wenn alles so läuft wie geplant. Und ich bin wirklich gespannt auf den heutigen Tag, muss ich sagen. Ich fahre dann gleich los, so eine Stunde ungefähr. Und ich hoffe, dass an der Grenze vor allen Dingen alles gut geht, aber ich glaube, ich habe da kein Problem. Die Sachen sind gepackt alle wieder. Letzter Tag in Griechenland. Ich fahre zur türkischen Grenze und hoffe mal, dass alles ordentlich funktioniert, dass alles klar geht. Ich, wie gesagt, ich war noch nie in der Türkei. Ich mache mir das zwar wahrscheinlich wieder zu schwer gerade alles, aber ich bin gespannt. Ich bin jetzt ja gerade an der Landgrenze zur Türkei. Und ich muss ehrlich sagen,
Das ist wirklich eine Grenze, wie man sich eine Grenze irgendwie vorstellt. Also ich filme jetzt lieber nicht hier irgendwie die Grenze so als solches, weil das darf man eigentlich nicht. Aber es ist wirklich eine Grenze, wie man sich eine Grenze vorstellt. Also wirklich Polizei, Militär, bewaffnet. Das habe ich so noch nie gesehen. Also so eine Grenze wie hier habe ich ehrlich noch nie gesehen. So eine, die Landgrenze hier. Das ist unheimlich groß alles. Wirkt irgendwie sehr schon ja, offiziell, kann man wirklich sagen. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt dauert. Das ist jetzt ungefähr um 12 mittags. Mal schauen, wie lange ich brauche. Also auf jeden Fall ist vor mir eine relativ große Schlange. Sofort auffällt hier in Istanbul ist, es ist unfassbar sauber überall. Da liegt kein Müll rum, nichts. Also ich bin ja gerade in der Hagia Sophia in Istanbul und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so etwas Beeindruckendes gesehen. Aber ich werde auf jeden Fall eines Tages hier mal zurückkommen. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt in meinen Augen. Und was einem sofort auffällt, und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Riesenunterschied zu Deutschland. Hier ist es so sauber. Es ist unglaublich für die Anzahl an Menschen, die hier leben. Es ist so sauber, diese Stadt. Gerade in den Gebieten, wo die Touristen sind. Du siehst nichts auf der Straße. Da ist nichts. Wirklich unfassbar. Also ich habe das echt genossen hier. Und die Menschen vor allen Dingen sind sehr freundlich. Das kommt dazu. Das da drüben ist im Übrigen nochmal die Hagia Sophia Moschee, falls ihr das sehen könnt. Da war ich gestern, hab die mir angeguckt. Da muss man wirklich sagen, das ist sowas im Leben, das muss man mal gesehen haben. Das war wirklich beeindruckend, denn es ist ja wirklich eine, ja, es ist ja wirklich eine Kirche, eine Kathedrale gewesen, die von, oder eine Moschee besser gesagt, die von Muslimen gebaut wurde, von Christen erobert. Konstantinopel und so weiter und dann wirklich ja, mehr oder weniger von Moslems zurückerobert wurde. Und die ganzen Einflüsse von den verschiedenen Kulturen, von den verschiedenen Religionen sieht man auch in der Kirche. Also es sind immer noch einige christliche ja, Hinterbliebenschaften immer noch übrig, was mich wirklich gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie ihr seht, ist natürlich der Verkehr hier auch etwas viel, wie aber in jeder Großstadt der Fall ist. Aber man muss dazu sagen, es ist auch gerade Ramadan hier in Türkei, in Istanbul. Und daher haben die ganzen Muslime ja das Fastenbrechen mehr oder weniger aktuell. Weswegen hier sowieso noch viel mehr los ist, glaube ich. Da sind gerade nur zwei Touristen, die hier gerade den Fährhafen suchen. Weil wir müssen mit der Fähre quasi auf die andere Seite von Istanbul, über auf die asiatische Seite, um dann ja, weiterzufahren in die Richtung, in die wir wollen. Eine Reise, die sein Leben verändert. Einmal um den Erdball. Sein Ziel, die Welt.